Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video und diesem wunderbaren, traumhaften Tage, meine Freunde. Ihr habt ja bereits mitbekommen, dass wir ein bisschen was mit den neuen Zero-Gravity-Kristallen rumgespielt haben bei Fortnite. Aber meine Freunde, letztendlich sind wir doch alle nur kleine Krümel. Wenn wir uns mal die ganzen Profispieler angucken, die ganzen Leute, die wirklich in diesem Spiel komplett durchrasieren, da interessiert einen doch eigentlich, was machen diese Menschen mit den neuen Zero-Gravity-Kristallen? Ihr seid mir wieder in den Kommentaren auf den Nerven gegangen und habt gesagt, du hast so lange kein Fortnite-React mehr gemacht. Kommt da bitte nochmal irgendetwas. Und da habe ich gesagt, okay, Leute, ich gebe mir die Blöße noch einmal. Schau einfach nochmal ganz kurz, was andere Leute mit diesen Kristallen gemacht haben. Ich habe mir 3 Compilations rausgesucht und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ich würde sagen, auf geht's, meine Freunde. Die Original-Links zu den Videos sind natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt, ebenso wie auch die Streamer. In diesem Sinne, skiert, auf geht's. Okay, man sieht hier auf jeden Fall den spanischen Streamer Lolito Fdes. Lolito Fdes. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Jedenfalls hat er hier diese Granate Intus quasi. Das heißt, er hat die schon genommen und baut sich gerade mit Treppen nach oben. Oh mein Gott, was? Guckt mal bitte auf die Minimap, wie schnell er sich bewegt. Digga, was? No way, dass da noch ein Gegner ist. Er hat sich zu einem Gegner hochgestackt. Digga. Und er killt ihn natürlich. Oh mein Gott. Killt er den auch noch? Killt er den auch noch? Das wäre so geil gewesen, wenn das so ein Headshot gewesen wäre. Ey, Leute, stellt euch mal bitte vor, ihr hört diesen Sound. Ihr seid auf einem, keine Ahnung, 3- oder 6-geschossigen Stahlturm und denkt euch, hier oben bin ich so safe. Ich würde holen, wenn sich jemand zu mir hinbaut. Aber dann habt ihr vergessen, damn, ich bin in der Nähe von Dusty Depot. Und plötzlich kommt dieser Typ angesprungen und zieht euch von oben den Headshot und ihr erwartet es nicht. Was zum Teufel? Oh, hier einer meiner Lieblingsstreamer, King Richard. Ich liebe ihn, Leute. Er ist so ein korrekter Typ, wirklich. Okay. Er gönnt sich hier gerade das Launchpad. Fliegt ganz easy rüber zu dem Gegner. Kristalle sehe ich hier keine. Schade eigentlich. Dafür halt ein Mid-Air-Snipe. Der Typ hat in der Luft einen Headshot bekommen. Oh, hier haben wir Summit 1G. Auch ein ziemlich cooler Dude. Jesus Christ, man. Yeah, shoot me. Don't worry about the other guy. Ja, scheinbar ist er ein großer Fan von Dusty Depot. Das scheint eine Menge Spaß zu machen. Er verlässt den Raum und... Ja, wirft seinen Klappstuhl umher. Das könnte auch tatsächlich ich sein. Ja! Interessant. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber ich sehe hier auch keine Granatenkills mehr, beziehungsweise Kills mit diesem wunderschönen Low-Gravity-Dingern, Leute. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, wie Myth und Ninja auf diese Dinger reagiert haben. Okay. Myth konsumiert das Teil. Ist im Full-Focus. Oh mein Gott, was? Alter, seht ihr das, Leute? Wie schnell man sich damit... Oh, ja, das gefällt ihm, Digga. Das gefällt ihm. Guckt euch das mal an. Guckt mal, wie man sich damit hochstacken kann. Oh mein Gott, Leute. You don't take fall damage while you're in this as well either, right? Yeah, it sustains it. Krank, 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 krank. Ninja hier auch bei Dusty Depot. Beziehungsweise im Englischen Dusty Devo, meine Freunde. Das ist das erste Mal, dass er dieses Ding jetzt, glaube ich, nimmt, oder? Sieht so aus. Oh, guck mal da, dieses leichte Lächeln in seinem, das gefällt ihm, auf jeden Fall. Okay, Bro, ich will Action damit sehen. Komm schon, komm schon. Gegner approach ihn. Oh, 30er Hit, er kommt ein 30er Hit. Aber das juckt natürlich unseren Boy nicht. Keine Baumaterialien mehr, der Dude. Damn, Bro, damn. Das gefällt ihm, Bro, das gefällt ihm. Oh ja, yeah, oh ja, yeah, oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Okay, Dakotas Dark Ingame, auch einer meiner Lieblingsstreamer, Leute. Kann ich euch echt nur empfehlen. Checkt mal King Richard und Dakotas aus. Zwei super, super gechillte Typen. Nicht ganz so aufgedreht wie Ninja. Echt extrem geil, wenn man abends so im Bett liegt, einpennen will. Die besten Boys überhaupt, wirklich. Okay, was macht er? Er hat diesen Kristall gegessen. Oh mein Gott. Rocket Launch, was? Oh no. Er steht auf der Rakete drauf. Nein, Digga, nein. Kein Fallschaden. Kein Fallschaden. Alter. Digga. Was haben wir hier? Hier sind sie im Club. Hier ist Not So Cool Music gerade am Start. Ja, gut. Ich glaube, das waren dann die typischen 2 Minuten Clickbait, damit ich in den Titel schreiben kann. Ninja and Myth React to bla 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 bla. Und dann noch 10 Minuten irgendwelche anderen random Clips. Aber ich habe ja nochmal ein wunderschönes Video gefunden, meine Freunde. Ich glaube, da müsste ein bisschen mehr drin sein, oder? Auch ein cooler Streamer. Ich kann seinen Namen wirklich nicht aussprechen. Ich habe jetzt schon mehrfach geguckt. Ich weiß nicht. CDNT. The third. CDNT. Okay, er hat gerade das Ding gesehen. Er hat gerade gesehen, wie ein Gegner dieses Teil benutzt. What are those? Okay, er nimmt das Ding. Und auf geht's, Digga. Oh, das gefällt. Jump Pad dazu. Yeah, Digga.
Wie hoch kommt man denn bitte damit? Leute, wenn ihr wollt, dass wir mal Jump Pad, Impulsgranate und Kristalle ausprobieren, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Der Dude. Oh ja klar, man kann natürlich jetzt viel weiter springen. Das heißt, man braucht viel, viel weniger Materialien. Schaut euch mal an. Okay. Was? Was? Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, der zieht einen Raketenwerfer. Alter. Im Sprung sogar No-Scope. Oder ist es No-Scope? Es ist No-Scope. Es ist No-Scope. Er muss, das ist einfach nur Mad Glück, Leute. Das ist Mad Glück. Das kann nicht mehr sein. Man muss einberechnen, dass man nach unten fällt. Krank, krank. Alter. Okay. Ninja im Kristall. Springt 360. No Scope rüber zum Gegner. Und killt ihn auch noch. No way. Digga. Maschine, Alter. Okay, wir sind wieder in Dusty Depot, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Down, down, down. Krank. Impulse Nate. Ja. Clean kill, Bro. Clean kill. Nice one. Er schon wieder. Dance Hizzle. Ich finde es immer so schön zu sehen, Leute, was andere Leute, die richtig gut in diesem Spiel sind. Wer braucht Impulsgranaten? Er hat recht, er hat recht. Die richtig gut in diesem Spiel sind, was die daraus machen, Leute. Das ist so krank, Alter. Und er springt, und er springt, und er geht down, Alter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. This is ridiculous. Okay, da kaut das wieder. Da kaut das, Leute, mit dem Ding. Nimmt die Sticky Nates. Jumpt umher, jumpt umher. Und wenn er das... Er trifft. Na, er trifft. Wer trifft? Er trifft, er trifft. Down, Alter. Digga. Guckt euch mal an, wie schnell man sich damit bewegen kann. Und jetzt die Impulse-Nate, Leute. No way. Ey, das ist so krank, Mann. Stellt euch mal bitte vor, ihr sitzt irgendwo rum, sniped und dann kommt von oben einfach ein Typ angeflogen und schießt euch in den Schädel. Was zum Teufel, Mann. Nummer 1 ist down. Nice Facecam auch, Bro. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, demnächst mal eine Facecam reinzumachen. Nicht nur den Rahmen. Nummer 2 down. Oh mein Gott. Sein Mate geht auch down. Und er kommt angeliebt und schön runtergesprayt. Easy. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Hier eine Sache, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob er es jetzt schafft oder nicht. Ich nehme mal an, er wird die Gegner jetzt killen. Well, das war nice geplayed mit der Treppe. Nicht schlecht, Bro, nicht schlecht. Achtet mal darauf, wenn die Gegner, ich weiß nicht, ob wir es heute noch in dem Clip sehen, wenn die Gegner umherspringen mit diesem Gravitationsdinger, mit diesen Gravitationskristallen, die fallen immer sehr, sehr langsam runter. Das heißt, für euch die perfekte Zeit, um nach oben zu aimen und die Gegner, wie gesagt, vom Himmel runterzuschießen, Leute. Denn das Ding ist, sie sind quasi oben in der Luft bewegungsunfähig und haben keine Möglichkeit runterzukommen. Das habe ich auch schon mitbekommen. Außerdem kann man davon ausgehen, dass ein Großteil der Spieler einfach nicht in der Lage ist, in der Luft, während man quasi im Sprung ist, in diesem Fall, in dieser Fallanimation noch jemanden zu treffen. Das ist wirklich schon eine Kunst an sich. Da muss man auf jeden Fall wissen, wo man genau hinzieht mit der Schrotflinte. Deshalb ist es eigentlich für denjenigen am Boden gar nicht so schwer. Es ist nur ein bisschen stressiger. Genau jetzt. Ich glaube, jetzt wird der Moment kommen. Schaut an. Er hat ihn getroffen, weil er im Flug nach unten ist und er landet und kriegt wieder einen Headshot. Genau das, Leute. Das heißt, sobald sie abspringen, braucht es ein klein bisschen wieder, bis das Ganze getriggert wird und bis sie runterfallen. Perfekter Zeitpunkt für euch zum Angreifen. Und da kommt schon der Nächste. Ich höre den Nächsten. Ich höre den Nächsten. Er kommt angesprungen. Er wird sicherlich drüber springen. Er kommt wahrscheinlich gesprungen. Zack. Genau da in der Luft. Headshot. Digga, krank. Krank, krank, krank. Das heißt nämlich, viele Leute überschätzen sich dann einfach mit diesen Granaten. Oh no, oh no, oh no. Er hat ihn runtergeschossen, er hat ihn runtergeschossen. Oh no, oh, oh, oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Ben, I'm sorry. I'm sorry. Oh, come on, bro. Come on, come on, come on. Don't do that to him. Don't do that to him. Impulse Nate und auf Wiedersehen, Ninja. And he knocked. Ja. Schade eigentlich. Warum nicht? Warum nicht? Ich meine, ich hatte ja auch schon so ein Video mit Apostel. Der Ding ist hier oben, ja, war tatsächlich krank nervig. Oh, okay, ja, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Oh, no, oh, no, oh, no.
Oh no, oh no, der arme, Alter, der arme. Leute, ich glaube, das war's an Clips bezüglich der neuen Kristalle. Probiert sie auf jeden Fall mal aus, vielleicht versucht ihr mal unser Video nachzumachen, es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe mal, ihr seid jetzt soweit beruhigt, es wird auf jeden Fall jetzt in Zukunft nicht mehr allzu viele Fortnite Reacts geben, weil ich lieber selber spiele, als so zuzugucken, ne? Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, meine Freunde, das war's von diesem wunderschönen Video, Double Dabbed auf die Hater und wir sehen uns die Tage wieder bei einem weiteren Livestream oder einem Fortnite-Video. Macht's gut, haut rein, bis dann, ciao, ciao!